Natürlich muss man vor Werder Bremen immer den notwendigen Respekt haben. Das ist keine Frage. Die Mannschaft hat in der Offensive Qualität. Die haben jetzt ihre Spieler zurück. Sie haben Pizarro zurück. Sie haben Kruse zurück. Aber natürlich sehen wir schon auch gute Möglichkeiten, gegen Bremen zum Erfolg zu kommen. Deswegen will da nicht zu tief einsteigen, aber wir haben sie gründlich analysiert. Das ist unser Job. Und bereiten die Mannschaft gerade Tag für Tag gewissenhaft auf dieses Spiel vor. Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass wir vor einigen Tagen eine ganze Reihe an Maßnahmen eingeleitet haben, die gewisse Veränderungen mit sich bringen. Und damals war auch klar, dass wir spätestens zu dem Zeitpunkt jetzt auch mit der Mannschaft noch mal ein paar Tage zusammen sein wollen, ja, um einfach auch Mannschaftsprozesse zu begleiten. Veränderungen zu verstärken, beziehungsweise auch die Mannschaft immer wieder auch ihnen dann Leitplanken zu geben und Hilfen zu geben, um als Team auch richtig zusammenzuwachsen. Und da sehen wir gerade sehr, sehr erfreuliche Prozesse in unserer Mannschaft vor sich gehen, was richtig gut tut. Und da ist sicherlich auch sehr wertvoll, dass wir momentan so eng beieinander sind. Ja, deswegen ist es für uns tatsächlich wichtig, dass wir uns aufs Fußball konzentrieren und ja, ganz sauber auf die Aufgaben, die wir in dem Spiel abarbeiten wollen. Ja, aber natürlich mit einem hohen Engagement und vor allen Dingen mit viel Emotion auch in dieses Spiel reinzugehen, ja, und sich dadurch natürlich in eine Position zu bringen, dass der Kopf nicht ans Nachdenken kommt, sondern du das Spiel wie einen eigenen Tunnel durchlebst. Ja, und das muss uns gelingen. Also ich kann die Fans ja da voll und ganz verstehen, dass es ein ganz besonderes Spiel ist, ja, speziell in der Situation, in der wir uns befinden, wie ich es vorher schon gesagt habe. Aber es ist natürlich auch wichtig, trotzdem immer einzuordnen. Es ist weder ein Endspiel noch ein Schicksalsspiel noch sonst irgendetwas, sondern wir haben unglaublich wichtige Spiele. Alle Spiele, die wir bis zum Ende der Saison bestreiten werden, werden unglaublich wichtig sein. Dass dieses Spiel nochmal besondere Brisanz hat, keine Frage. Ja, und wir auch uns natürlich gefreut haben über die Unterstützung und wie die Fans da hinter uns gestanden sind in Hoffenheim und dass so eine Verbindung wieder aufkam. Das war super. Und dass die Fans dann auch noch sowas skandieren. Derby-Sieg, das wollen wir ja auch. Genau das Gleiche wollen wir auch.